Ja, wie soll ich anders anmoderieren, als damit, dass ich keine Ahnung habe, warum ich das hier jetzt mache? Warum ich mal wieder ein Horrorspiel auf dem Kanal bringe? Wir haben das so ein bisschen auf dem Twitch-Channel im Livestream im Oktober gemacht, aber wirklich eher entspannterer Natur. Zumindest gibt es hier zwei Sachen, die für diese Erfahrung sprechen werden. Zum einen soll nur so 15 Minuten gehen, zum anderen, man putzt. Ich mag auch so Cleaning-Simulatoren, ne? Powerwash-Simulator, das ist eine gute Nummer, geht auch eh nicht los. Man bekommt erstmal eine kleine Anfrage und wir putzen jetzt einfach so ein bisschen Fenster. Und was sich hinter diesen Fenstern verbirgt oder zu sehen ist, das muss mich auch erstmal gar nicht interessieren. We have some dirty windows at home. Ja, wer nicht? Wer putzt denn heutzutage noch Fenster, bitte? But we are busy during the day, so your job would be done at night. Warum? Warum? Wieso? Wieso kann ich nicht? Wieso? Wieso? Nur wenn ihr am Tag beschäftigt seid, kann ich doch trotzdem bei Tag putzen. Don't worry about it though, you will be paid up front. Wir werden im Voraus bezahlt, I will now send the address to you. Und jetzt kriegen wir die Adresse. Also, wir haben auch schon im Livestream im Oktober, im Spooktober, Halloween, wow, gruselig, da schon ein Spiel gespielt, was ein bisschen eine Demo damals extremer war. Und ich habe schon gemerkt, so Jumpscares, da kann schon mal so ein bisschen was kommen. Und ich denke, das wird hier wirklich absolut die Grundlage dafür sein. Man reicht halt ein Fenster und dann ist da irgendwas. Aber es ist doch alles virtuell. Du, das wird mich nicht interessieren. Erstmal wieder aufmachen. Hallo? Süßet oder zauret? Oder kann ich auch einfach wieder gehen? Es ist ja zumindest auch wirklich ein sehr relaxter Grafikstil. Aber das sind reiche Leute hier, ne? Hier lebt doch James Bond. Hier lebt doch James Bond, Alter. Ich seh's doch. Guten Tag, hallo, ja, schönes Haus, reiche Leute. Da wird mal eine Runde geklopft. Ich dreh noch ein bisschen die Lautstärke für mich auf den Kopfhörern. Ich will ja, wenn, dann schon in die Stimmung rein. Ah! Ich kann mich teleportieren. Beeindruckend. Okay, und ich habe auch so ein Ding, wo ich hoch und runter fahren kann. Ach, guck mal, schön. Die hatten eine kleine Ketchup-Party. Das ist ja nett, Alter. Start cleaning. Check tools. Ja, muss ich einfach hier nach rechts, oder? Wie komme ich hier wieder raus? Hallo? Escape? Ich glaube, habe ich jetzt direkt einen Bug entdeckt, oder was? Ich komme hier nicht mehr raus. Ich kann drücken, was ich will. Escape? Hallo? Na gut, also, einfach in den Bildschirmrand dran. Das traue ich dich manchmal nicht, weil ich einen zweiten Bildschirm habe. Use Spray. Okay, back to the window. La la la. La 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 la. Towel. La 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 la. Schönes Zimmer. Oh, toll. Guck mal, ein Ventilator ist da drin. Das ist eine klassische Rumpelkammer. Ja, nur ohne Rumpelstilzchen. Geht's jetzt weiter hoch? Hier ist ja jetzt schon ein bisschen was vom Ketchup dran, ne? Aber das kann passieren, ne? Man kennt das. Das kann passieren auch einfach mal. Dass da so ein bisschen, man kauft in großen Mengen ein. 20 Ketchupflaschen auf einmal. Brauche ich dafür den Schwamm? Wahrscheinlich, ne? Den Sponge. So, dann nehmen wir einfach mal kurz die raue Seite. Respray. Okay, es wird irgendwann, ganz ehrlich, diese Drehungen hier, die sind schon so Jumpscare affin. Das wird passieren. Und bestimmt jetzt spätestens beim dritten Fenster. Warum kann ich eigentlich auf Exit hier drücken? Weiß ich nicht. Dann kann ich laufen zumindest. Aber ich kann nicht springen. Also es ist ja schon mal gut, wenn ich hier nicht irgendwie wegrennen kann oder sowas, weil dann muss ich auch einfach nichts tun. Das fände ich ganz gut. Wieso habe ich eigentlich niemanden meiner Auftraggeber getroffen? Hier sieht das so aus, als wäre da jemand, ne? Sag ich gleich ein freundliches Hallo. Ich spray hier alles kurz einmal ein. So, dann gehen wir erstmal da ran. Ah, ja, guck mal, du, da wird ein bisschen Konsole gespielt. Auf der Nintendo Switch, natürlich. Oder, nein, viel eher, das ist ein Tablet und da wird gerade mein neuestes Video geschaut. Ich mach das weg für dich, Minion. Hallo, Hallöchen. Natürlich, den Job mache ich gern bei Nacht. Gar kein Thema. Ist eigentlich eine nette Stimmung hier, ne? Kann man jetzt erstmal nicht meckern. Erst Kontakt war freundlich.
wundervoll, schön sauber ist das. Ich wünsche Ihnen noch eine wundervolle, gute Nacht und tolle Unterhaltung auf meinem Kanal. Schöner Springbrunnen auch. Du, das ist doch eigentlich... Hier sieht man jetzt gerade wenig, wo ich sagen würde, gleich geht's wahrscheinlich ein bisschen rund. Ja, hier schön Oxygen Breath Power Wash. Die ist schon weg. Hier ist aber dunkel. Ein dunkler Raum. Ich sehe so eine Lampe, ich sehe so einen Lautsprecher. Ja, da muss ich nochmal sprayen. Dann wird halt nochmal gesprayt. Ich habe ja genügend Zeug mitgebracht. Ich bin ja eine professionelle Cleaning für... Firma? Ja, das sah noch aus wie Blut, ne? Aber das ist eigentlich hier so ein... Das ist ein Teppich. Kann auch gruselig sein. Wisst ihr, wenn ihr einen gebrauchten Teppich habt, was da davor so möglicherweise passiert ist? Ist bisher so wenig passiert. Die Bäume sehen ein bisschen aus wie grüne Menschlein. Aber das ist wahrscheinlich eher so ein persönliches Problem von mir. So, spritzi, 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 spritzi. Und dann the Laben. Wischi, 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 wischi. Also wenn wir auf dem Niveau sind, was die Jumpscares angeht, dann wird das auch ein Horrorspiel, was für mich ohne Probleme machbar ist. Ich tue ja auch immer nur so, als wäre ich so ein Schisser. Das ist alles Acting. Schauspielschule damals, ne? Großartige Zeit. Ich hab doch kein Problem mit hier so ein bisschen Gedönsens. Find's eher gruselig, wie dreckig die Scheiben sind. Ich bin da ganz ehrlich. Das ist das eigentliche Problem. So, weiter geht's. Einmal kurz. Da sind wir jetzt... Wenn man hier reingeht, landet man erstmal im Billardraum. Das ist eine sehr interessante Raumstruktur. Ich höre irgendwas. Ich muss vielleicht nochmal lauter machen. Klingt so, als redet da jemand oder vielleicht schaut auch jemand fern. Hallo, das ist irgendwie, warum wollen die, dass ich nachts, wenn ich denen da wirklich bei den abendlichen Tätigkeiten zuschaue, dass ich da dann den ganzen Laden reinige? Verstehe ich nicht so ganz, was sie da, also vielleicht sind das auch so Leute, so das Umgekehrte von Voyeuristen. Exhibitionisten, die wollen, dass ich denen zuschaue bei ihrem Alltag, das ist ihr King, denen geht einer ab, was? Ein Glühwürmchen, ist ein Disney-Film hier. Oh. Lass mich raus! Da ist jemand gelaufen. Also das ist schön gemacht mit dem Glühwürmchen, dass man auch wirklich hinschaut. Ich fahre ja hier auch mit meinem... Mein Truck fährt durch die Laterne durch. Entschuldigung, das macht die Versicherung, ne? Aber ist ja eh nicht so wirklich kaputt gegangen. Also entspannen Sie sich bitte. Bei Tag hätte ich das alles gesehen. Aber auch ohne Probleme. Oh, guck mal da. Vor allem, warum ist das Ketchup... Wir bleiben einfach dabei, dass das Ketchup ist. Das gute Gewürzketchup, ne? Dafür ist aber ein bisschen zu rot. Warum ist das außen? Kommt jetzt bestimmt nach und nach immer näher ran hier, ne? Ich, Aber wenig bisher mit den Fenstern passiert, aber wir haben ja auch noch, wir haben noch richtig viele übrig. Ja, nochmal so eine komplette Reihe. Da sind zum Beispiel sogar so Hände. Vielleicht ist so, oh Gott! Vielleicht ist die Person, die hier vorher gereinigt hat, einfach deswegen ist das außen. Was ist los? Die Kinder heutzutage, da wollte mir jemand meinen Lappen klauen, ne? Spät bei Nacht, so. Das ist ja... Das ist eine gute Theorie, finde ich, die ich da habe. Ja, dass die immer wieder hier Leute anheuern, um ihre dreckigen Scheiben... My bottle is empty. Better grab some more cleaner from the back of my truck. Moin, ich bin draußen. Lalalalala. I must have dropped my keys somewhere in the yard. Lalalalalala. Was heißt denn somewhere in the yard? Das sieht doch aus hier, da liegt doch irgendwas. Ich muss meine Schlüssel holen, weil meine Flasche ist wohl doch nicht unendlich. Das ist ein großer, schöner, klarer Schlüssel. Viele Glühwürmchen. Eigentlich eine schöne, entspannte Stimmung. Cleanies Window Service. Am Cleanen! Pick up bottle. Okay, back to where I left off. Lal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 
Achso, doch relaxed. Ich glaube, ich muss das nicht zu häufig machen. Ich fühle mich hier wohl in diesem einen Quadratmeter, der mir dieses Spiel bisher gegeben hat. Wir hätten auch gleich zwei mitnehmen können. Könnte ich auch sparen? Oder zählt das Spiel irgendwo mit? Wie viel ich benutze und wie viel ich nicht verwende? Aber hat hier, glaube ich, immer am Ende sowas, was übrig bleibt. Schönes Plätschern hier auch. Ja, ist ein Video für alle Leute, die aufs Klo müssen. Besser mal gehen. Oder in der nächsten Werbepause. So, warte. Jetzt geht's nach oben. Die Scheibe ist gar nicht so dreckig. Haben die eigentlich überall so... Ist das so ein Fliegengitter? Sehr bedacht, sehr bedacht. Sieht ja auch so aus, als wäre das hier weit draußen in der Natur. Da ist das schon sinnvoll, damit nicht alles, was so kreucht und fleucht, einfach so in die Bude reingeht. Nein, 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 nein. Viele Ventilatoren auch. Ah, guck mal, hier ist eine kleine Maske, du. So Masken, das haben, das ist ganz normal, dass das Leute rumliegen haben. Sieht auch so ein bisschen aus wie eine Jugendherberge hier gerade mit den Stockbänden. Oh! Ach, das ist, da ist ja schon wieder irgendwas. Also, hallo. Schön sauber. Wundervoll. Das sieht nicht aus wie Hände. Die haben bestimmt nur mit Fingerfarben gespielt. Das ist ein Kindergarten. Ach Gott, ich mache die Background-Story gerade schlimmer, als sie sein muss. La 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 li, la 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 la. Oh, toll, schön. Viele Betten in dem Raum irgendwie, wenn die beiden verbunden sind. Aber vielleicht ist das hier wieder ein Einzelner. Muss ich nochmal hier gut spritzen. Mir ist es zu ruhig. Wow, Baby! Nices Outfit! Michael Jackson, hihihi, kombiniert mit einem Pumpkin. Spiced Latte. Sind Sie noch da? Wollen Sie mit mir noch einen kleinen, Kaffee wäre nett. Und zu späten Zeit, die machen da irgendwas. Es sieht erstmal komisch aus, ne? Also so rein jetzt gerade durchs Gitter. Schauen wir uns mal gleich an. Ich putz einmal rüber. Es ist ein Kuchen! Die feiern Geburtstag oder so. Nachts mit einem Serienkiller im Haus. Ist eine Themenparty, okay? Einfach nur eine kleine Themenparty hier. Vielleicht habe ich den da... Ja, wenn Sie was zu sagen haben, dann melden Sie sich doch bitte. Aber klopfen Sie nicht einfach nur rum, ich habe hier Arbeit zu tun, ne? Ganz ehrlich, ich arbeite nach Pauschalpreis. Das wird mir hier nicht extra vergütet. Wenn Sie hier solche Mätzchen machen mit den Marotten. Irgendwas ist einfach so befriedigend dabei, mit einer Maus was zu putzen. Das im echten Leben so geil wäre, ne? Oi, oi, oi. Schön hier auch, ne? Ein kleiner Globus. Aber wirklich viele Ventilatoren. Hier sind auch Deckenventilatoren bei. Ha! Ich hoffe, die Spraybottle reicht mir jetzt einfach wirklich hier für komplett oben einfach aus. Ich glaube nicht, dass das Spiel mitzählt, sondern dass das gescriptet ist, wann sie leer geht. Da ist schon wieder jemand gewesen. Also da spaziert schon wieder. Die nehmen das mit der Themenparty sehr ernst. Jetzt haben sie auch noch so getan, als würden sie sich hier umbringen lassen. Das ist ja wirklich... Also, Mensch. Guck mal, da ist auch überall wieder diese komische rote Farbe gelandet. Da scheint irgendwas umgefallen zu sein. Wahrscheinlich ein paar Gläser. Nicht, dass ich die nachher auch noch sauber machen muss. Wie viel rote Farbe. Das war bestimmt bei der Erstellung von so einem Kostüm oder sowas. Und nochmal rüber. Oh, nochmal. Dass bisher dafür noch kein Jumpscare genutzt wurde, ne? Für dieses schnelle Rumdrehen. Also einmal hat da irgendjemand so ein bisschen am Lappen rumgefummelt. Aber das ist jetzt nicht so viel. Wirklich schön hier. Und vielleicht steht das Haus ja auch bald zum Verkauf. Also, könnte ich persönlich so vermuten. Da ist ja ein Messer! Ey, damit haben sie bestimmt den Kuchen aufgeschnitten.
Schön große Stückchen, ne? Vor allem fürs Geburtstagskind ist das wichtig. So. So. Sind wir gleich beim letzten? Nee, es sind insgesamt noch 3 Stück oder sind da oben? Da oben sind zumindest ja auch noch welche, aber ich weiß nicht, ob die auch dreckig sind. Vielleicht sind das die letzten 3. La 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 di da da. La da da di da 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 da. La da da di da. Die haben Ratten auf dem Dach oder sowas. Irgendwas ist da los. Hm. Aber einfach weiter putzen. Da würde man sich ja jetzt im echten Leben nie irgendwie drum kümmern, die Polizei rufen oder schon wirklich längst die Beine in die Hand genommen haben. Nein, nein, nein. Das ist ganz normal. A normal day at the job. Ich glaube, hier ist ein Fernseher auf Rauschen eingestellt. Oder irgendwas mit Radio oder so. Naja. Naja, so, einmal mit dem Lappen drüber. Ja, ich glaube, der Fernseher hier ist noch... Ach, guck mal. Sieht fast so ein bisschen aus, ist sehr, sehr dunkel da drin. Das ist ein Safe und da ist oben drüber wieder diese Maske. Für mich sah es kurz so aus, als würde da eine Person so sitzen. Machen wir von Anfang an nochmal kurz drüber. So, bop, 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 bop. Toll. Möglicherweise letztes Fenster. Vielleicht aber auch nicht, vielleicht gehen wir noch höher, ey. Was will der hier auch oben? Also, sobald ich einmal vom Fenster weg bin, kann der mir ja gar nichts. Vielleicht will er mich auch gar nicht. Ja, vielleicht will er nur, dass ich zuschaue. Ist das ein Bot? Da ist zumindest ein Waschbecken. Oh mein Gott. Es ist die Moske. Der Pumpkin. Der Kürbis. So, sind wir durch jetzt hier, oder? Nee, es geht noch, da oben sind noch 2 übrig. Ach, natürlich, wir müssen ja auch auf den Dachboden schauen, um zu gucken, ob wir gleich noch den Kammerjäger rufen müssen für die erwähnten Ratten, die da vorher irgendwie so ein bisschen was reingetragen haben. Ich weiß auch nicht, was genau. Auch diese Fenster, natürlich, müssen sauber gemacht werden. Ich frage mich echt immer noch so ein bisschen, also entweder haben die hier sehr, sehr viele putzende Menschen umgebracht. Das sind aber plötzlich viele. Ich ruhig mal kurz irgendwie, also wenn sie da eine dicke Party feiern, hätten sie mich auch mal ein bisschen einladen können. Oder es ist ein Kult. Hier ist noch ein Fenster, das habe ich noch gar nicht gesehen, so ein rundes. Es ist ein Kult. Ja, zumindest habe ich es noch rechtzeitig gecallt. Das ergibt ja auch Sinn wegen den ganzen Masken. Schöne Halloween-Party haben sie da drin. Sehr realistisch alles. Ich mache trotzdem mal weiter. Ach, sie sind wieder weg, alles klar. Was für Scheiße! Startet das jetzt einfach von vorne? Nee. Die haben im Vorfeld... Das war eine Family, da war ein Kind. Die Scheiben dreckig gemacht. Und dann wirkte das erst wie so ein Serienkiller. Oder wie eine einzelne Person, dabei ist das ein kompletter Kult. Thank you for playing, thank you for watching. Wenn es dir gefallen hat, könnt ihr mir das sehr, sehr gerne in Form von Werbung und Kommentaren mitteilen. Und falls ihr den Kanal noch nicht kennt, dann lasst gerne ein Abo inklusive Glocke da. Tschüssi!